Moin Leute, Trimax hier. Wir reagieren auf das neueste Video von KuchenTV. Annie the Duck Comeback und Mois am Ende. Wir gehen rein. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu den besten News in YouTube Deutschland. Herzlich willkommen zu den Cake News. Es gab jetzt einen Comeback-Stream von Annie the Duck. Vor ungefähr 2 Monaten hat ja eine Donation etwas ausgelöst, was keiner für uns für möglich gehalten hätte. Bruder, mein Lebensinhalt ist nicht diese Person. Und schon gar nicht eine solche Person, okay? Ich hab die Schnauze voll, weil im Endeffekt bin ich die, die hier die ganze Zeit diesen scheiß Frieden bewahren muss, den diese Frau nicht mal verdient hat. Oh, ich finde den Clip, weil, oh, das ist, uiuiui. Nachdem Moki dann komplett ausgepackt hat, gab es auch weitere Influencer. Warum Müll sagt, weiß ich auch nicht. Also das ist voll laut und nervig. Das war wie ich bei der Scooter-Tour, wo es bei der bei Nieselregenen auch so einen Müllsack angezogen hat. Wie beispielsweise Reef, die heftige Vorwürfe gegen Annie gedroppt haben. Unter anderem war der Vorwurf, dass sie so manipulativ gewesen ist, dass sowohl Reef als auch Moki PTBS und schwere Depressionen davongetragen haben. Annie hat dann irgendwann dazu ein Statement gemacht, was allerdings weniger Statement ist, als mehr sich einfach rausreden, denn unter anderem hat sie zum Thema Bodyshaming das hier gesagt. Ich habe nie gesagt, ich finde dich nicht hübsch. Ich habe nie gesagt, du bist zu dick oder zu dünn oder zu sportlich oder was auch immer, das ist nicht passiert. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe es auch nicht empfunden. Und ich bin mir so sicher, weil ich dich nie zu dick oder zu dünn gefunden habe. Mir war es total egal, wie dein Körper aussah. Na, das war gar nicht so gemeint. Also eigentlich war das super positiv. Die Freundschaft war auch super und ich habe irgendwie gar keinen Fehler gemacht. Oh, super. Was ist das? Ein U-Boot? Ja. Klasse, Jungs. Boom, Ocean Gate. Danach ist es erstmal einige Zeit ruhig geworden. Sie hat dann später nochmal ein Statement auf Twitter hochgeladen, wo sie geschrieben hat, dass sie jetzt erstmal keine Content-Creatorin mehr ist, weil sie sich in Therapie begibt und das Ganze selbstkritisch aufarbeiten möchte. Und das Ganze hat jetzt sogar 31 Tage gehalten, meine Freunde. Jetzt gab es, wie gesagt, dann plötzlich wieder einen Stream. Und in diesem Stream gab es tatsächlich auch ein paar Einblicke, die sie uns gegeben hat. Unter anderem sagt sie, dass sie jetzt tatsächlich mehrere Therapeuten hat, mit denen sie regelmäßig Gespräche führt. Einen Therapeuten zu kriegen, das ist nicht so leicht. Und Privattherapeuten sind nun mal leichter erreichbar. Also entweder ich warte 6 Monate auf einen Therapieplatz oder ich gebe Geld für einen privaten Therapeuten aus. Und dann mache ich lieber das, damit ich einfach irgendwie schnell Antworten und Hilfe kriege. Dazu hat sie auch noch darüber gesprochen, welche Diagnosen momentan im Raum stehen. Unter anderem wurde ihr von vielen Leuten vorgeworfen, dass sie narzisstische Züge an den Tag legt. Sie sagt dazu Folgendes. Ich wünsche, ihr könnt euch... Also die Soundabmischung ist in dem Video Katastrophe. Er hat einen Müllsack an und der Sohn spielt Lego und kippt eine Lego-Kiste aus in der Plastikkiste. Eine Diagnose nennen, die ich habe, aber ich... Die einzige, die ich aktuell habe, ist ADHS. Die einzig andere Diagnose, die im Raum steht, aber die habe ich noch nicht komplett durch, ist Autismus. Deswegen will ich das eigentlich gar nicht ansprechen, weil das ist, ich hab, bin da noch dabei, das testen zu lassen. Bin kein Borderliner oder Psychopath oder was auch immer öffentlich im Diskurs stand, Narzisst und na. Bist du ein Narzisst? Nein. Warum entschuldigt sie sich bitte, dass sie kein Borderline hat? Borderline habe ich nicht, tut mir leid, da musst du woanders suchen. Sie hat dann in dem Livestream auch noch gesagt, dass sie ihre Ex-Mitarbeiter ja weitervermittelt hat, so gut es ging. Was mit der Mitarbeiterin passiert? Die mussten leider alle entlassen werden. Und die habe ich versucht, so gut ich konnte, weiterzuvermitteln. Einige von denen haben schon neue Jobs gefunden. Und das Lustige ist, dass sich jetzt sogar ein Ex-Mitarbeiter gemeldet hat und meinte, dass das einfach gar nicht stimmt. Weitervermittelt wurde man halt überhaupt nicht. Es wurde auch nicht versucht. Man wurde einfach gekündigt, ohne die Kündigungsfrist ein... Also ist das krass. Sie zieht sich 1 Monat zurück, kommt wieder auf den nächsten Skandal, weil es einfach gelogen ist. Die redet irgendwie sass. Ja, es ist, ne? Was war das für ein Stream? ...einzuhalten und mit Annie hat man überhaupt nicht geredet. Ja, also sie hat mal wieder wirklich alles getan, was sie konnte, um den Leuten zu helfen. Nämlich gar nichts. Zum Stream kommt auf jeden Fall nochmal ein eigenständiges Video. Was man aber sagen kann ist, dass der Stream wirklich sehr, sehr heftig lief. In der Spitze hatte sie über 12.000 Zuschauer und sie hat in den knapp 4 Stunden, wo sie online gewesen ist, auch über 1.000 Subs bekommen. Es waren auch mal wieder sehr viele Sims am Start. Viele haben sowas kommentiert. Lass dich nicht unterkriegen. Du bist einfach der perfekte Mensch. Ja, Mann, Leute in eine Depression gekickt. Also noch perfekter geht es ja eigentlich gar nicht. Skurrus hat sich darüber auch beschwert und ich sehe das genauso.
Natürlich muss man sie jetzt nicht aus Zwang canceln, aber was für einen Rückhalt sie jetzt bekommen, nachdem so heftige Vorwürfe gedroppt worden sind, das kann ich ehrlicherweise nicht so wirklich nachvollziehen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare und wir kommen zum nächsten Thema. Mois dreht momentan komplett am Rad, also so wie gefühlt jede Woche, aber es wird doch irgendwie immer schlimmer. Er bettelt jetzt nämlich bei seinen Zuschauern einfach direkt nach PayPal-Spenden auf Instagram und zwar dafür. Good morning, man. My people send me money on PayPal with this link. I love you, man, wallah. And that's why I can afford me shit like this. Was ich da zensieren musste, war logischerweise krass. Ich denke, das kann man sich denken, aber ich will nicht, dass das Video gelb wird. Und das Ganze ist irgendwie komisch, denn er ist doch so... Leute, machen das auch noch? Das ist verrückt. Was ist denn, passiert mit Mois? So ein krasser Millionär, der auch letztens erst 50 Leute oder so einstellen wollte. Warum muss er dann bei seinen Zuschauern um Geld betteln? Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Und obwohl er selber auf Instagram so Dinge kommentiert mit so Sachen wie ihr seid alles Hunde und ich werde das Gewinnspiel nicht auflösen, ihr standet überhaupt nicht hinter mir, gibt es halt trotzdem massenhaft Leute, die ihm unironisch immer noch Geld spenden. Ey, ich will auch so eine Community haben, wirklich. Das ist ja wirklich geschenkt. Papa? Ja? Cool. Ja, du bist richtig cool. Ach so, nein, du bist cool. Ein cooles Kostüm. Ja, danke. Und zwar hat er diese Story hier gepostet. Und wenn man da drauf geht, dann kommt man auf eine Seite, wo angeblich zu 100% manipulierte Spiele aus dem Darknet angeboten werden. Das ist zu 100% safe. Kommt auf jeden Fall. Und trotzdem gibt es eine Geld-Zurück-Garantie, was nicht ganz so viel Sinn macht. Wenn es eh kommt, dann braucht man die ja irgendwie gar nicht. Das ist halt offensichtlich fake. Also es gibt manipulierte Spiele, das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass es plötzlich solche Telegram-Gruppen gibt und das Ganze so große Kreise zieht. Dann würde es ja logischerweise sofort rauskommen. Also bitte, fallt auf sowas nicht rein. Auch die Ex-Frau von Mois hat sich jetzt übrigens gemeldet und gesagt, dass sie sich zu der momentanen Situation nicht äußern möchte. Warum auch immer sie ihre Nase zensiert in der Story, blicke ich jetzt nicht so ganz. Das... Ui, noch ein U-Boot. Ein Flugzeug. Oh, ein Flugzeug. Nee, World Trade Center. Das Krasse ist aber, dass die Frau von San Diego auf die Story von der Ex-Frau von Mois geantwortet hat und die hat Folgendes geschrieben. Dann fang doch eventuell mal damit an, dich dazu zu äußern, dass du zwei Familien zerstört hast, Liebe. Denn es gibt Gerüchte, die jetzt mehr oder weniger bestätigt sind, dass die Ex-Frau von Mois mit San Diego durchgebrannt ist und ja, die jetzt quasi zusammen sind und dadurch, dass ja sowohl San Diego als auch Mois mit ihren Frauen eine Familie hatten, wurden dadurch halt zwei Familien zerstört. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Dazu gibt es auch coole Antworten von Mois auf Insta. Auf die Aussage, Mois, du brauchst mit Sicherheit Hilfe, hat er sehr lustig geantwortet. Sorry, I don't understand your language. What do you mean? Is it some Nazi shit because I'm black? Ich weiß nicht, was ich noch großartig dazu sagen soll. Auch zu dem was schiebt denn da? Thema kommt eventuell nächste Woche nochmal ein Video. Max checkt gar nichts mehr. Ja, stimmt. Was der teilweise so für Stories rausgehauen hat und was da momentan im Laufen ist, ist halt wirklich sehr, sehr krass. Auf Nindo kann man auch sehen, dass er jeden Tag tausende Follower verliert. Ja, und mehr kann ich dazu nicht sagen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare und wir kommen zum letzten Thema. Ich muss nochmal was zu meinem Video über Dr. Disrespect loswerden. Und zwar habe ich ja in dem Video gesagt, dass das Mädchen, mit dem er geschrieben hat, 17 gewesen ist. Das ist aber tatsächlich gar keine safe Information, sondern das sind so lose Gerüchte, die gerade im Internet rumgehen. Also Dr. Disrespect selber hat es auch gar nicht bestätigt. Und das tut mir auf jeden Fall sehr leid. Zu meiner Verhandlung. Ich habe Skurrus nach Informationen gefragt, weil mein Englisch nicht das Beste ist und er in solchen Themen vielleicht ein bisschen mehr drin ist oder mehr mitbekommen hat und auf meine Antwort, dass sie ja 17 gewesen ist, hat er aber auch nichts dagegen gesagt. Ja, das, also eigentlich habe ich gar keine Schuld. Ich bin hier eigentlich das Opfer. Wie jeder normale YouTuber muss man die Schuld von sich wegweisen. Nein, Spaß, natürlich nehme ich die Schuld komplett auf mich und das tut mir auch leid. Ich habe die Woche meinen Sohn und irgendwie hat die Kita Sommerschließzeiten 3 Wochen. Nimm's groß als Quelle, stimmt. Haft. Dadurch bin ich auf jeden Fall die ganze Woche im Stress, muss irgendwie auf ihn achten, noch Videos machen und deswegen ging alles so ein bisschen knapp diese Woche, aber das ist auf jeden Fall nicht die Qualität, die ich in meinen Videos haben möchte. Ich versuche das ab nächster Woche dann wieder vernünftig zu machen. KTL! Das ist halt leider das Problem, wenn man mehr als 15 Minuten am Tag mit seinem Sohn verbringen möchte. Es ist wirklich schwierig. Andere. Okay, gut. Gibt's mehr Informationen zu Mois? Ich habe das alles gar nicht so mitbekommen. Jetzt habe ich ein paar Videos gesehen und dann ist... Ich habe einfach ganz viele Fragen.